Hallo meine Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich mal wieder mit euch ein paar Plätzchen backen. Und zwar backen wir ein paar Schokoplätzchen. Dazu stellen wir jetzt einen Rührteig her. Als allererstes rührt ihr 155 Gramm Makrine, schön cremig. Dann rührt ihr 125 Gramm Puderzucker und 2 Päckchen Vanillezucker unter. Jetzt kommt ein Ei hinzu. Jetzt brauchen wir noch 75 Gramm Mehl und eine Messerspitze Backpulver. Und damit unser Teig dunkel wird, brauchen wir jetzt noch 2 Päckchen Schokoladenpuddingpulver. Jetzt rührt ihr mit dem Löffel noch ungefähr 50 Gramm Schokotröpfchen unter. Und so sieht dann unser fertiger Plätzchenteig aus. Jetzt belegt ihr wieder ein Blech mit Backpapier und setzt mit Hilfe von 2 Löffeln kleine Häufchen auf das Blech. Dann braucht ihr nochmal ungefähr 50 Gramm Schokotröpfchen und die verteilt ihr jetzt auf die Keksen oben drauf. Die Masse reicht für ca. 2 Bleche. Dann backt ihr jedes Blech bei ca. 200 Grad 10 bis 15 Minuten. So meine Lieben, das war's schon wieder für heute. Das waren meine Schokoplätzchen. Ich hoffe, das Rezept gefällt euch und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!